Was warte, stopp, was antwortest du denn? Hallo! Was du antwortest! Hallo! Hallo! Guck mal, der Gesichtsausdruck ist so richtig klar, das hättest du nicht tun sollen. Grinch! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freebeer-Kanal! Und heute haben wir Folgendes vor. Wir sehen eine hässliche Person und eine hübsche Person. Also, wir werden heute die WhatsApp-Nachrichten für den jeweils anderen beantworten. Hm? Das habe ich so. Nein! Rübergebracht. Nein! Was nein? Nein, das machen wir nicht. Doch, das machen wir. Nein! Doch? Och Mann! Jedes Mal, wenn du eine Nachricht bekommst, dann bringst du mir dein Handy und anders. Ich habe schon eine Nachricht. Willst du die eigentlich direkt beantworten? Ja, los, gefällt. Ja, warte, ich. Also, meine Frau hat sie mir geschrieben. Ja. Also, wir blenden euch am besten immer einen Screenshot ein. Ja, habe ich noch nicht beantwortet. Ah. Kannst du einmal auch vorlesen. Aşkım, hattest du den Müll mitgenommen heute? Aşkım heißt das nicht, Aşkım. Entschuldigung, ich kann kein Türkisch. Ja. Warte, stopp, was antwortest du denn? Ich schreib einfach. Warte, stopp, was antwortest du? Nein, habe ich nicht. Ja, okay, das ist jetzt gar nicht so falsch, weil habe ich auch nicht. Das solltest du doch machen. Hey, das ist doch, ja, okay. Das solltest du. Ich weiß aber nicht, ob sie direkt antwortet. Sie ist bei der Arbeit, ne? Ja. Aber kann ich ja im Laufe des Tages dir dann davon berichten. Das solltest du doch machen. Hab ich dir schon 20 Mal gesagt. Oh ja, das hilft mir natürlich jetzt nicht weiter. Das hilft mir null weiter. Aber dürfen wir nach dem Video auflösen, dass das für ein Video war? Ja, darfst du. Okay. Darf ich mir das einmal kurz angucken? Ich hab's schon abgeschickt. Gut, dass du keine Emojis reingepackt hast. Warum? Ja, gut. Wissen Sie das dann? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, weil ich packe Emojis immer mit rein. Okay. Aber gut, okay. Wie machen wir das denn? Wenn ich eine Nachricht bekomme, soll ich hier hinkommen oder was? Genau, und andersrum auch. Warte, ich guck auch. Hast du denn schon eine? Ja, ich habe eine Nachricht. Ja, los, her damit. Von? Von einer Freundin von mir. Okay. Ach, Danja, meine Pechsträhne zieht sich. Gestern noch bis 22 Uhr auf die Lieferung meiner neuen Matratze gewartet. Dann die vernichtende Nachricht. Lieferung jetzt doch erst am 28. läuft. Ja. Also da hat offensichtlich jemand immer noch keine Matratze geliefert bekommen. Und was antwortest du jetzt? Hallo! Was du antwortest? Hallo! Hallo! Du durftest auch gerade gucken. Ja, warte! Soll eine Überraschung werden. Ja, toll. Bestes, der beste View für dich. So. Wisst ihr eigentlich, dass Kahn keine zwei Sachen gleichzeitig machen kann? Wenn er am Handy ist, dann ist absolute Stille. Dann passiert nichts anderes. Ich glaube, ich habe schon 300 Mal einen Monolog gehalten, während Kahn irgendwie am Handy war. Und er hat nichts davon gehört und nichts mitbekommen. Egal, wie wichtig das war, er checkt es einfach nicht. Genau. Also ich habe darauf geantwortet, dass die Person noch warten muss. Ja. Habe ich geantwortet, also erstmal noch unter der Brücke schlafen, Fragezeichen. Ist aber nicht nett. Bei mir ist auf jeden Fall kein Platz für dich. Bis nächste Woche. Was? Boah, und dann noch so ein Kuss-Smiley dahinter. Was bist du denn für ein... Ja, hättest du diese Challenge nicht machen sollen. Toll. Gut, okay, ich glaube, ich guck mal, ob ich schon eine Antwort habe. Ja. Ja. Oh Gott. Das ist deine Aufgabe. Wann denn? Das ist deine Aufgabe. Okay, gut. Willst du jetzt wieder darauf antworten? Ich antworte jetzt die ganze Zeit. Ja, das ist jetzt aber das letzte Mal erstmal. Was schreibst du? Fred Ferkel. Weißt du, dass das dein neuer Name jetzt ist, weil ich das gesehen habe bei Katjas? Ist okay. Ja, ne? Danja ist das Fred Ferkel. Ja, hallo, kein Roman! Glaube nicht, ja. Also, dass du die Küche aufgeräumt hast, habe ich nicht gesehen. Nächstes Mal bitte auch ein bisschen. Fies. Ja, ist es auch. Zumal eigentlich die Küche auch meine Aufgabe ist. Also wir haben das immer so das aufgeteilt. Kann ich ja nicht Küche, wissen. Badezimmer und Hälfte Samiras Zimmer. Na, sozusagen die Hälfte, die ich benutze. Jetzt wird's schwierig, ne? Gut, ich gehe lieber. Ja. Ich habe jetzt kurz gewartet und ein bisschen was gemacht nebenbei und ich habe schon wieder eine neue Nachricht. Das heißt, ich muss jetzt zu Kahn gehen. So sehr ich das auch nicht möchte, aber das werde ich wohl tun müssen. Naja, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, weil ich habe schon ziemlich gemein geantwortet und jetzt wird wahrscheinlich das noch fünfmal so schlimm werden, was er jetzt tun wird. Oh Mann. Und mir ist noch mega schlecht.
Wenn ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, guckt es euch unbedingt an. Da seht ihr, warum mir gerade noch so richtig, richtig schlecht ist. Gestern. Guckt da mal rein. Guten Tag. Ja, hallo. Ich habe eine Nachricht. Willst du das Licht vorne zumindest anmachen? Nein. Nein, hier hinten nicht. Nur vorne. Entschuldigung. Mann! Welches ist das hintere? Ja, das. Oh. Mann! So, her mit deinem Handy. Von wem hast du eine Nachricht bekommen? Ja, kannst einmal bitte entsperren. Warte, so ein Gesicht wie du habe ich nicht, zum Glück. Was würde ich sonst mit mir machen? Von? Von einem Kumpel von mir. Ach so, das ist ein GIF. Ah nee, ein Foto. Wenn du ein Rezept veganisierst, es allen schmeckt und niemand etwas merkt. Der perfekte Plan. Kommst du klar? Ja. Was schreibst du? Nein, lass es. Was? Nein, lass es. Der perfekte Plan, ne? Ja. Und ich habe jetzt geschrieben, ich muss dir was beichten, esse gerade ein Steak. Boah, das glaubt er eh nicht. Ja, gut, abwarten, ne? Na, guck mal, der Gesichtsausdruck ist so richtig klar, das hättest du nicht tun sollen. Guck mal, du überlegst ein bisschen, ne? Nimm deine Kamera mit, ich will die Kamera nicht haben. Warum? Du kannst sie doch hier behalten. Ja, trifft sich aber gut, weil ich habe auch eine Nachricht bekommen, aber ich hatte jetzt keine Lust, direkt zu dir zu kommen. Jetzt komm hier hin. Von wem? Von Claudio. Ja, der wollte einkaufen gehen. Bitteschön. Bleib hier, worum willst du denn? Setz dich da hin. So, das ist der alte Oma-Stuhl. Das ist eigentlich Selinas Stuhl. Guck, wie sie hier so sitzt, so. Wieder mit The Revenant. Warum The Revenant? Als ob du gegen einen Wolf oder so kämpfen willst. Was sind das für Schuhe, ey? Wen willst du damit verprügeln? Na, dich wollte ich damit treten. Was ist das? Stopp, warte mal, was ist das für eine Schuhgröße? 39. Kannst du einmal den Schuh bitte neben mir halten? Guck mal, ich habe 41. Ja. Chuck. Guck mal, wie groß dieser Fuß einfach aussieht. Hm. Ja. Bigfoot. Wurde gesichtet. Ja. Gut, an der Frisur erkennt man auch. So, was jetzt antworte. Soll er dir mitbringen? Gut, am Ende des Tages ist das nicht so schlimm. Nein, er sagt, er soll mir nichts mitbringen. Ich will nichts. Hallo. Darf ich kurz was sagen? Was? Völlig unabhängig von diesem Video. Falls es diese Situation in meinem Leben mal geben sollte, bitte schneid mir nicht die Haare. Warum auch immer. Warum tu es bitte nicht. Weiß ich nicht. Ich sage es ja. Was hast du geschrieben? Klopapier und PS-Guthaben. 50 Euro. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Ist in Ordnung. Oder? Ist nett. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, nicht, dass Claudio dann böse zu mir kommt. Nö, so und jetzt raus. Mann, ich habe keine Lust mehr, dass du auf meine Nachrichten antwortest. Das ist jetzt Pech, weil du hast zugestimmt, hier mitzumachen. Ja, ist okay. Jetzt geh raus. Ich komme, sobald eine neue Nachricht kommt. Oder ich hast du schon? Nachrichten. Ja, los, gib her. Dann gib mir her. Nein, gib mir dein Handy. Ey, du hast keine, die ist so vercheckt heute. Guck mal, hier ist, okay, hier ist eins, das hat mit der Arbeit zu tun. Das kannst du natürlich auch. Oh ja, ich kenne die Person auch. Ja. Hey, Danja, mir fehlt noch das Outro von dem TikTok-Video. Und die TikToks natürlich. Die müssen wir dann noch veröffentlichen. Jetzt kommt gleich die Falte. Die Denkfalte. Ich bin mir fast sicher, in dem Zustand könnte ich Kahn wahrscheinlich auch die Haare schneiden und es würde ihm nicht auffallen. Der ist einfach in einer anderen Welt. Ja, ich habe geantwortet. Also auf die Frage, wo die TikToks sind, habe ich geschrieben, dann such weiter. Ich bin ein Star, muss mich nicht um sowas kümmern. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Du darfst nicht... Nein! Nein! Du darfst nichts abschicken! Lass es! Oh, kannst du bitte schreiben, dass ich sie gleich schicke? Nein, nein, kannst du gerne machen. Ich weiß, dass das für ein Video ist, aber du schreibst jetzt nichts. Oh, Kahn, bitte, das nein. Geht nicht. Guck erstmal in den Spiegel, ne? Deine Frisur sieht wieder so... Du könntest echt gerade eine 50-jährige Mathelehrerin sein. Mir doch wie bei deinem TikTok. Warte, darf ich das einmal kurz machen? Bei deinem TikTok, wo du sowas... Ey. Cringe! Das war so cringe, dieses... Warte, ich muss das einmal kurz zeigen. Ich muss das einmal für alle, die es nicht gesehen haben. Wir gehen jetzt. Doch, warte. Wir gehen Danja, jetzt. Warte. Wir gehen jetzt. So, die Prinzessin ist hier. Ja, ich habe von Felix eine Nachricht bekommen. Ja. Und zwar, wie soll ich das Thumbnail für heute machen? Hast du eine Idee? So, da kannst du jetzt mal gerne zeigen, was für ein Profi du bist. Ja. Welches Thumbnail ist das? Für das mit Onkel Jan. Das Video. Ach so, wo Onkel Jan ist. Ja, genau. Keine Sprachnachricht! Warum?
Nein, dann weiß sie doch, dann weiß er doch, dass du doch bist. Du bist doch so blöd. Du bist so blöd. Ist, du sollst jetzt nicht hier gucken, du sollst spontan antworten. Ja, warte. Achso, ich sehe nicht aus wie du. Ja, jetzt. Zum Glück. Antwortest du jetzt wirklich richtig darauf? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt mal. Ey, sag mal! Schreibst du da jedes Mal einen Roman? Was hast du geschrieben? Ja, ich reiche dir gleich einen Screenshot nach und dann kannst du. Da kannst du dann bitte machen, was du willst. Ja, ist so okay. Ich glaube, Felix wird das schon hinbekommen. Ich denke auch. Ja. So, ich habe aber auch. Willst du auch direkt von René? René hatte mir heute Morgen geschrieben. Mhm, ich habe gerade eine Antwort bekommen auf die Steak-Nachricht. Und? Das trifft. Steak-Night! Kennst du das von Scrubs? Steak-Night! Ja. Was denn? Ja, das trifft mich gerade irgendwie kritisch. Es ist wenigstens ein Tofu-Steak. Muss ich noch mal antworten? Naja, ich glaube. Soll ich sagen? Leider nicht. Zähle es bitte nicht weiter. Ja. Ja. Damit er dir das auch glaubt, ne? Mhm. Ja. Okay, René hat auch was. Glaubt mir niemand. Willst du für. Warte, er hat. Okay, also keine direkte Idee. Dann lasse ich mir was einfallen. Ja gut, das ist eigentlich relativ untypisch für mich. Er müsste jetzt eigentlich merken, dass ich das nicht geschrieben habe. Was? Ja, keine direkte Idee. Normalerweise gebe ich ja direkte hinzu. Ist doch jetzt egal. Willst du auf René antworten? Ja. Damit es ein bisschen spannend bleibt? Ja. Also er hatte mich gefragt, hier, nimm mal, ob wir heute ein Video aufnehmen können. Komm, das ist meine letzte Nachricht für heute. Was letzte Nachricht? Ja, ich werde dir keine weiteren Nachrichten mehr geben. Nein! Doch. Ich habe jetzt geschrieben, nein, kein Bock auf euch. Okay, ja, passt. Ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Was er dazu sagt. Habe ich kein Problem mit. Du gibst mir dann die anderen Nachrichten auch noch, ne? Ja, aber ich kriege ja jetzt erstmal nichts. Ich glaube kaum, dass sie mir noch schreiben werden. Ja, das kann gut sein. Ich überprüfe das. Ja. Ich bekomme ganz eindeutig zu viele Nachrichten heute. Sonst kriege ich nie Nachrichten. Aber heute haben sich alle dazu entschlossen, mir einfach zu schreiben. Warum auch immer. Was? Es reicht! Es reicht! Es reicht! Aber Nachrichten bekommen. Ich habe gar keine Nachricht bekommen. Ja, aber ich? Ja? Ja. Ich habe sogar eine Sprachnachricht bekommen. Von meinem Freund. Willst du doch wieder machen, ne? Hey, Schmatz. Für dich kam gerade ein großes. Stopp. Was? Schmatz? Nein, Schatz hat er, glaube ich. Nein. Hey, Schmatz. Er hat doch Schmatz. Warum sagt man das? Das weiß ich doch nicht. Also ich sag sonst. Also ich sag manchmal Schnaps. Sagst du Popel zu ihm dann? Nein, Schnaps manchmal. Oder halt Schatz, aber. Schöne Grüße gehen. Du weißt an wen. Wir kennen uns ja, ne? Also. Hey Schmatz, für dich kam gerade ein großes Paket an. Soll ich das für dich öffnen? Weißt du, was da drin ist? Das ist ja. Warte mal, stopp! Was? Ihr wohnt doch zusammen, oder? Ja. Wir fragen uns aber vorher, ob wir Pakete aufmachen. Bei euch gibt es noch das Briefgeheimnis in einer Partnerschaft? Ja. Bei uns nicht. Das ist wie bei mir zu Hause. Das ist wie wenn deine Eltern dir einen Brief geben. Hier ist Post für dich und du siehst, es ist schon geöffnet. Nein, wir fragen vorher immer. Ja, okay, ich weiß schon, was ich antworte. Ich darf aber keine Sprachnachricht schicken. Ja, das stimmt, sonst hört er das. Du kannst auch eine Sprachnachricht schicken und so klingen wie ich. Ah, aber. Super. Das müsste das Kostüm für dich sein. Habe 100 Shirts bestellt. Mit einem Foto von mir. Und der Schrift Finger weg. Meine Frau ist Mathelehrerin. Das weiß ja safe, dass das nicht von mir kommt. Ist egal. Okay. Und dann kommt dann dieses Foto. Ja, okay. Mann, ey. Okay. Muss mal gucken, ich habe noch ein paar andere Nachrichten. Ja, soll ich jetzt wirklich auf alle den ganzen Tag antworten? Dann kommen wir ja zu nichts mehr. Ich würde sagen, ich antworte noch auf zwei Nachrichten. Okay. Okay?
Ich habe auch keine Lust, bei mir antworten die auch nicht mehr. Ist vollkommen normal. Mir wird einfach nicht geantwortet. Also ich habe hier einmal hat mir die Person mit dem Steak geantwortet und oh komm Person, ey, der nervt doch langsam hier. Wer ist das? Kleiner, wer bist du? Mein kleiner Bruder. Lass sie doch das Steak essen. Mein kleiner Bruder hat mir auch geschrieben. Ja komm, ich antworte jetzt erst auf den Steak-Typen. Auf den Steak-Typen. Kannst du aufhören, die Kamera nicht so nah, so, kannst du dich nicht hinsetzen? Setz dich mal bitte hin. Setz dich hin. Dann gibt's heute auch hier Döner. Interessiert mich nicht. Das ist ein guter Winkel. So sollten wir dich öfter aufnehmen. Dein Freund hat geschrieben. Fasching ist erst ein paar Monaten. Darf ich das eigentlich alles lesen? Ja, jetzt geh doch einmal ein bisschen zurück, damit auch ein paar schöne Aufnahmen. Also, es gibt keine schönen Aufnahmen von dir. Interessiert mich nicht. Steak Night! Ja, okay. So, auf wen soll ich noch antworten? Gib mal her. Ich hab nicht geguckt, versprochen. Außer die ganzen 20 Nachrichten, die du sonst noch bekommen hast. An was erinnert dich Moni da? Ist, ach, in der Badewanne? Mhm. Zu süß! Das könnte von mir sein. Ich, das ist die also, erste Nachricht, wo also, ich sagen kann, das fällt nicht also auf. Zu Menschen kann ich jetzt nicht so sein, aber zu Tieren ja. Gut. Ich habe einfach geschrieben, zu süß! Sehr gut. So, können wir das jetzt mal langsam beenden? Ja, guckst du bitte erst nochmal nach, ob du noch eine Nachricht gekriegt hast? Nein. Gib mir. Nein, habe ich wirklich nicht. Hier, wirklich guck. Nicht? Danja darf gucken. Gib ruhig die Kamera. Ja. Und? Ich hab was? Hallo, du sollst nicht durch meine Nachrichten komplett. Ich doch gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach alle vertraut, ja, hat, ne? Kannst du einmal kurz verifizieren, dass keiner mir mehr geschrieben hat? Niemand hat Kahn geschrieben. Das tut mir ein bisschen leid. Nein, mir gar nicht. Aber mich. Tut mir echt leid. Ja. Also ich fand's aber ganz cool, aber es reicht mir für heute auch. Weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit hier dein Sekretär zu spielen. Aber ist eigentlich ganz chillig so für mich. Zumindest ist so die Thumbnails könntest du noch abklären für mich. Na. Finde ich. Weil ich finde, das könntest du eigentlich machen, weil ich habe das. Weißt du überhaupt, wer hier für wen arbeitet? Naja, ich nicht für dich, aber wir könnten ja die Thumbnails, also das könntest du ja erledigen. Wie wär's? Nein, ich habe jetzt keine Lust mehr, es reicht. Gehst du jetzt mal raus? Bist du sicher? Ach, dann ja, es reicht doch jetzt, Mensch. Ich hab noch. Mann! Ich hätte hier noch. Achso, du müsstest noch ein Outro aufnehmen, bitte. Nein. Seit wann gibst du mir Befehle? Seit jetzt? Aha. Video endet jetzt auch. Hallo, wir müssen noch Roblox aufnehmen, ist dir schon klar, ne? Das ist immer deine Ausrede für alles. Wir müssen noch Roblox aufnehmen. Ja, müssen wir das nicht? Roblox. Wenn ich das nicht sagen würde, würdest du den ganzen Tag nur die Kamera halten und sagen, machen wir daraus eine Kahnwerfen-Challenge, ja. Weil ich bin so kreativ und meine Haare sehen so gut aus und... Das. Ja. Ich zeig jetzt das Video, ist du mir hast egal. Ein, ich will das aber hier, nicht. Hier. Jetzt mach. Guck jetzt kommt die Mathelehrerin. Jetzt kommt sie. Jetzt! So, einer auf! Das Video ist cool, aber Mathe ist cooler. So, jetzt raus, komm, verschwinde. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Ist immer noch Kurs? Ich kann auch. Don't do it. Ja, raus jetzt. Don't do it. War ein Spaß, ist okay. Können wir vielleicht nochmal machen, aber nicht heute. So, raus. Kann halt Angst. Mich würde mal interessieren, was für eine Nachricht du bekommen hast. Die ich nicht beantworten darf. Leute, wenn es euch heute Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.